Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, offenbar befindet sich die FDP ja immer noch auf Sinnsuche und hat sie jetzt zu einer Art parlamentarischen Wiedervorlageservice für die AfD entwickelt. Das ist nett, ich weiß aber nicht, ob es auf Dauer reicht, die Existenz diesseits von 5% zu erhalten. Wir erinnern uns an Januar diesen Jahres. Mein geschätzter Fraktionskollege Carlo Clemens brachte hier einen Antrag ein mit dem Titel Fachkräftewende schaffen, Offensive für berufliche Bildung in das Plenum. Zum Nachlesen Drucksachennummer 2556. Darin wird eine ganze Reihe von Maßnahmen gefordert, um die Berufsausbildung gegenüber den akademischen Ausbildungen wieder attraktiver zu machen. Unter anderem, ich zitiere, der Landtag fordert die Landesregierung auf, die elementare Bedeutung des ausbildenden Mittelstands als Rückgrat der nordrhein-westfälischen Wirtschaft und Wohlfahrt in Artikel 28 der Landesverfassung explizit zu verankern. Zitat Ende. Die FDP lehnte unseren Antrag damals ab. Und nicht nur das, die Rednerin der Fraktion, Frau Schneider, war es nicht zu blöd, dies damit zu begründen, ich zitiere, dass wir unsere Abiturienten und Studierenden pauschal schlecht machen und das sei einfach nur schäbig. Wie dem auch sei, in puncto Schäbigkeit herrscht in der deutschen Politik bekanntlich kein Fachkräftemangel und die FDP ist da auch zweifelsohne hochqualifiziert. Und deshalb beantragt sie heute, ein halbes Jahr später, genau das, was wir vor einem halben Jahr beantragt hatten und sie noch als schäbig abgelehnt hat. Wären wir jetzt genauso schäbig unterwegs, würden wir umgekehrt wieder ablehnen. Aber dazu ist uns das Thema viel zu wichtig. Die Überakademisierung unseres Ausbildungswesens war von Beginn an ein Kritikpunkt in der Bildungsprogrammatik der Alternative für Deutschland. Seit unserer Gründung 2013 setzen wir uns für eine Stärkung der dualen Berufsausbildung ein und warnen davor, die Qualität eines Bildungswesens an der Zahl der Bachelor-Absolventen zu messen, wie das zum Beispiel die OECD regelmäßig tut. In unserem Antrag von Januar haben wir daher ein ganzes Maßnahmenpaket angeregt, das die duale Berufsausbildung wieder attraktiver machen soll. Die Aufnahme in die Landesverfassung sollte dabei ein kleiner Mosaikstein sein, der neben vielen anderen dazu beitragen. Ich will mal ein paar Vorschläge aufzählen. Vermehrte Pflichtpraktika in allen Schulformen, Anwerbung von Seiteneinsteigern für das Berufsschullehramt, Meisterprämien, Wohnraum für Auszubildende analog zum Studentenwohnheim, ein flächendeckender Ausbau von Studentenrabatten auch für Auszubildende und. Bei der FDP ist davon jetzt einzig die Verfassungsänderung übrig geblieben. Das ist zwar schön, aber für sich genommen auch kaum eine wirkliche Verbesserung für die Betroffenen. In NRW genießt sogar, wie ich gerade gelernt habe, das Kleingartenwesen Verfassungsrang. Auch das eine schöne Sache, aber eben noch kein Garant dafür, dass die Gewichtung der beruflichen Bildung neben der akademischen Ausbildung zunimmt. Und so zeigt die Initiative von der FDP wieder mal vor allem eines, Ideenlosigkeit. Sie wollen einen neuen Ansatz in die Landesverfassung einfügen, ohne dadurch irgendwelche konkreten Maßnahmen zu flankieren. Das ist Symbolpolitik, und zwar Symbolpolitik von der schlimmsten Sorte. Denn der unbedarfte Außenstehende wird davon möglicherweise die Hoffnung ableiten, dass sich irgendetwas verbessert und dann enttäuscht werden. Nun geht der Entwurf ja erstmal ins übliche Verfahren und damit in die Ausschüsse, wo er sicher noch einmal ausführlich beraten wird. Wir werden ihn da wohlwollend begleiten. Wie gesagt, wir hatten den Vorschlag ja auch schon einmal eingebracht. Der Überweisung in die Ausschüsse stimmen wir deshalb selbstverständlich gerne zu. Vielen Dank.